parallel realities. Presents. An SDL Game. Mit dem hübschen Namen. Metal Blob Solid. So, hallo und willkommen zu meinem ersten Vorspiel, auf Neudeutsch Let's Play. Let's Play. Ich werde euch vorstellen, ich möchte euch vorstellen, Metal Blob Solid, ein Side-Scrolling Shoot'em Up. Man spielt einen kleinen Blob. Es ist ein Weilchen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Unten sieht man es eingeblendet. Das Spiel ist von 2004, 2005. Ich habe es vermutlich um diesen Zeitraum 2006, 2007 gespielt. Ich habe es auch nie wirklich aufgelöst. Ich dachte bloß, es ist ein interessantes Spiel. Wie ihr seht, habe ich schon versucht, ein bisschen reinzukommen. Aber wir fangen natürlich von ganz vorne an und dazu vernichten wir den Spielstand, den ich bisher erzeugt habe. Aber wir fangen sogar ganz vorne an. Wir machen sogar das Tutorial. Wir machen das Tutorial deswegen, weil ich da ein bisschen zu den Grundprinzipien des Spiels erklären werde. Naja, was gibt es da zu erklären? Ich werde mich ein bisschen über das Spiel auslassen. Einfach damit ich während der Mission darüber nicht allzu viel verlieren muss, sondern mich wirklich auf die Missionsziele konzentrieren kann. So, also wir spielen das Tutorial. Trainingsphase. Jede Mission beginnt quasi mit dem Auftragsbildschirm. Es wird einmal erzählt, was zu tun ist. In dieser Mission haben wir offensichtlich Folgendes zu erledigen. Wir fliegen auf der einen Seite natürlich ein bisschen durch die Map. Das heißt, wir kriegen schon mal einen groben Eindruck davon, was uns denn so erwarten könnte. Könnte er allein deswegen, weil natürlich viel mehr in diesen Karten enthalten ist. Und wir sehen hier natürlich unsere Aufgaben. Das Spiel ist durchweg in Englisch. Ich werde mich nicht dazu herablassen, den Spaß zu übersetzen. Ich werde euch jetzt vielleicht erzählen, worum es grob geht. Für die, die kein Deutsch können, aber mir fehlen meistens die deutschen Worte, wenn ich versuche, etwas zu übersetzen, deswegen werde ich es lassen. So, unsere Mission ist also hier folgende. Wir wollen 5 Mias. Mias steht vermutlich für Missing in Action, also während des Kampfes vermisst. Wir sollen 5 Mias retten, 3 Schlüssel einsammeln, 30 Gegner töten, besiegen, wie auch immer. Im Endeffekt bedeutet das töten. Zumindest in Shoot'em'ups. Und dann zum Ausgang gehen. So, dann wollen wir mal sehen, wie gut wir uns schlagen. Und fangen einfach mal an. So, hier sind wir. Blob. Wir laufen einfach mal los. Und hier haben wir unseren ersten Mia. Wunderbar, den haben wir gerettet. Oh, da unten gab es einen Schlüssel. Das habe ich jetzt natürlich ganz vergessen. Zeit verloren haben wir zum Glück nicht, weil der Aufzug hier eh so langsam ist. Ja, ich muss ein bisschen auf meine Aussprache achten. Das war jetzt natürlich unter Umständen wieder suboptimal. Korrekt, ich habe natürlich da oben den Mia wieder liegen lassen. Den nehme ich wieder auf dem Rückweg mit. Ich sage wieder deswegen, weil ich ihn vorher natürlich beim mal wieder vertraut machen mit dem Tutorial, mit der Spielweise, natürlich auch schon das Tutorial gespielt habe und ihn dabei auch vergessen habe. So, hier oben gibt es eine Schlüsselkarte, die wir jetzt mal mitgenommen haben. Wir betätigen hier einen Schalter, um eine Tür zu öffnen und finden einen Schlüssel. Und wir waren etwas zu langsam für den Lift. Gut. Alles halb so wild. Wir nehmen den Mia auch noch mit. Und haben jetzt alle Mias gerettet, wie man unschwer unten eingeblendet sieht.
Oh, aber bisher haben wir noch keinen einzigen Gegner gesehen. Das wird sich jetzt leicht ändern. Und hier fangen wir schon mal an, die Gegner zu töten. Was ist denn das? Ach, immer noch das Bratgun. Hier sammeln sich die gegnerischen Roboter, das ist ja ganz schön. Das war ungeschickt. Ein bisschen. Das auch. Wie man hier schön sieht. Es gibt nicht so etwas wie Leben, sondern es gibt sowas wie letzte Speicherpunkte. Wenn ich an diversen Stellen sterbe, wenn ich dadurch sterbe, dass ich in Schluchten falle oder sowas, dann werde ich quasi da wieder hingesetzt, wo ich das letzte Mal respawned auf Neudeutsch, wiederbelebt, wo ich das letzte Mal einfach sicheren Boden unter den Füßen hatte. Etwas anders sieht es aus, wenn ich richtig sterbe, also wenn mir die Gesundheit ausgeht. Wenn ich in die Schluchten falle, verliere ich ja zwangsläufig plötzlich die gesamte Gesundheit. Dann werde ich natürlich wieder respawned. Wiederbelebt. Wo ich das letzte Mal sicheren Boden unter den Füßen hatte. Wenn ich natürlich komplett sterbe, also sprich meine Gesundheit verloren habe, was natürlich durch Entschluchtenfallen auch passieren kann, weil, wie man vorher vielleicht gesehen hat, werden einem dann dafür Gesundheitspunkte abgezogen. Ja gut, Maschinengewehr. Wenn ich jedenfalls richtig sterbe, dann ist das Spiel Game Over. Also es gibt keine Leben, sondern es gibt meine Gesundheit, die dann zum Tragen kommt. Gut, jetzt habe ich mir natürlich hier Granaten besorgt. Ach ja, was ist vielleicht auch noch zu den Waffen? Waffen in dem Sinne gibt es nicht. Also, ja, doch, natürlich gibt es Waffen. Das sieht man ja offensichtlich. Waffen in dem Sinne gibt es natürlich schon. In dem Sinne besitze ich aber keine Waffen, sondern ich habe immer eine aktive Waffe und ich wechsle diese dadurch, dass ich Gegner besiege, töte. Und diese Gegner Waffen droppen, die dann natürlich aber auch verschwinden. Nachdem ich dann diese Waffen gesammelt habe, die diese Droppen fallen lassen, wenn ich das getan habe, dann wähle ich quasi diese Waffe als aktive Waffe aus. Die Waffen können aber auch verschwinden, das heißt, wenn ich eine super tolle Waffe finde oder die Waffe in die Lava fällt oder sonstiges, dann ist die einfach weg. Wenn ich eine super tolle Waffe finde, dann ist sie einfach weg. Das ist Schwachsinn. Wenn ich eine super tolle Waffe finde und diese super tolle Waffe den wollte ich jetzt eigentlich treffen. Wenn ich eine super tolle Waffe finde und diese super tolle Waffe zu lange liegen lasse, dann fängt die an zu blinken und irgendwann mal verschwindet sie. Und dann ist sie einfach weg, wenn sie verschwunden ist. Das ist deswegen besonders ärgerlich, weil es zum Spielkonzept dazu gehört. Es gehört deswegen zum Spielkonzept dazu. Okay. Also eigentlich habe ich alle Aufgaben erfüllt. Ja, das ist mein Radar, wie man hier sieht. Alle Aufgaben erfüllt. Ich bin zum Exit gegangen.
Das muss ein Bug im Spiel sein, den habe ich beim letzten Mal auch schon beobachtet. Gut. Wir gehen einfach nochmal rein und offensichtlich ist die Mission erledigt. Zurück zu den Waffen. Da wollte ich erzählen, dass dies manchmal ganz schön ärgerlich ist, weil manchmal die Waffen, die eingesammelt werden können, zum Lösen diverser Rätsel erforderlich sind. Und ich neige dazu, Waffen einzusammeln, ohne dass ich es möchte. Ja. Selten dämlich, ich weiß. Hier sehen wir jetzt jedenfalls, dass ich alles erfolgreich erledigt habe. Und wenn ich alle möglichen Aufgabenziele einer Karte erfolgreich erledigt habe, dann habe ich ein Gebiet perfekt geklärt. Genau. Geklärt. Entschuldigung. Genau. So, ich möchte euch jetzt gar nicht mehr lange auf die Folter spannen. Wir fangen jetzt einfach gleich an. Wir starten ein neues Spiel. Wir kommen zurück zum Monitor. Den kann ich hoffentlich überspringen. Genau. Wir starten ein neues Spiel. Wir überschreiben diesen alten Spielstand und wir fangen mit Easy an, weil ich offensichtlich noch nicht so wieder drin bin. Und ich euch ja auch nicht ewig mit meinen Toten frusten möchte. Wobei das sicherlich für manche ganz interessant wäre. Dann könnten sie mich nämlich schön ordentlich auslachen. So, hier sind wir jetzt auf dem Missionsauswahl-Bildschirm. Hier kann ich zurzeit wählen zwischen den Graslandschaften und den überfluteten Tunneln. Unten werden eingeblendet diverse Statistiken und Optionen und Informationen zu Mias, die ich gerettet habe. Die sind natürlich alle momentan leer, die Informationen. Das schauen wir vielleicht später mal an. Wenn ich jetzt die Graslandschaften auswähle, dann kann ich mir dann noch diverse Infos zu dieser Mission angucken. Einmal im Beschreibungstext. Da kriege ich einfach Hintergrundinformationen über diese Graslandschaften. Hier steht jetzt sowas wie, dass halt viele Blobs auf ihrem Heimatplaneten in den Graslandschaften gelebt haben. Und da haben dementsprechend natürlich dann auch viele Kämpfe stattgefunden. Und hier gibt es auch einen Transmitter und dieser Transmitter soll mir helfen, möglichst viele das zu finden. Deswegen soll ich auf jeden Fall diesen Transmitter finden. Und ich soll mein Mini-Radar verwenden, um diesen Transmitter finden zu können und auch um Mias entdecken zu können. So. Das war natürlich keine wörtliche, sondern einfach nur eine grobe Übersetzung. Wie gesagt, wenn ich jetzt wörtlich diesen Text übersetzen wollen würde, da würden mir die deutschen Worte fehlen, wie ich das am besten formuliere, und deswegen lasse ich das einfach. Gut. Wir haben jetzt natürlich auch noch die Auswahl zu diesen überfluteten Kanälen, Tunneln. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach mit den Graslandschaften an für diese Runde. Und ich lege jetzt einfach mal los. So, wir sind in den Graslandschaften. Unsere Aufgabe ist es, 5 Mias zu retten. Üblicherweise gibt es in einer Karte mehr Mias. Und die muss ich dann alle retten. So wie, Entschuldigung nochmal, so wie diverse Seiten-Bonus-Missionen durchführen, um ein Gebiet perfekt zu bereinigen. So, in dieser Karte hier jetzt werden wir jedenfalls erstmal anfangen und einfach nur diese 5 Mias retten. Hier sehen wir schon mal 2. Ich will jetzt gar nicht lange diskutieren, wir legen jetzt einfach los. So, ich kann noch hüpfen, ich kann schießen, wunderbar. So, da oben ist schon gleich einer. Da drüben war auch noch einer. Wunderbar. Ich habe mir das Maschinengewehr besorgt. Meine Lieblingswaffe, weil da kann man einfach sowas machen. Da muss man nicht so exzessiv zielen. Das ist nochmal ein Maschinengewehr, wenn ich das richtig gesehen habe. Wunderbar. Was man mit dem Maschinengewehr auch ganz toll machen kann, ist diverse Kombos. Da
Das ist jetzt eine Spreadgun, da müsste... Oh je. Auf jeden Fall will ich da nicht reinlaufen. So, Dille. Haben wir die getötet. Hier unten haben wir schon einen Mia, den werden wir jetzt retten. Dabei natürlich diverse Feinde noch eliminieren. Gut, da drüben gibt es Cherries, die brauche ich gerade noch nicht. Ja, ich muss diesen Lift aktivieren. Wir haben ja einen Schalter gesehen. Hier gibt es ziemlich viel Zeug, das ich alles nicht einsammeln will. Cherries brauche ich nämlich auch noch nicht. Darum gibt es noch einen Mia, den werden wir in dieser Sitzung allerdings nicht erreichen können. Das weiß ich noch, wie gesagt, aus Erinnerung. Ich bin damals bis zum Endboss gekommen, aber leider habe ich diesen Endboss nie besiegen können. So, hier haben wir den nächsten Mia, den wir retten. Ich bin jetzt etwas stiller. Weil im Prinzip, also ich neige bei dieser Position meistens unnötig wieder die Plattform zu verfehlen. Das war jetzt ungeschickt, ich hätte vielleicht weiter rotzen sollen. Einfach weil eines dieser netten Spielfeature ist es, diverse Hit-Kombos zu machen. Hit-Kombos sind einfach, wie oft ich einen Gegner treffe. Kann man jetzt hier vielleicht sehen. Ja, schade, das sieht man hier jetzt nicht, weil er natürlich sofort gestorben ist. Aber hier? Nein, der ist auch sofort explodiert. Genau, das meinte ich mit die Plattform verfehlen. Das mache ich hier recht gerne. Schon wieder, natürlich. Wobei ich beim ersten Mal hier stärker verzweifelt bin. Die explodieren gerade alle andauernd. Ich will Hit-Kombos machen. Skandal. Jedenfalls haben wir hier jetzt den Transmitter. Wir hüpfen hier runter. Und man sieht dann, wie gesagt, hier oben ist noch ein Mia. Der blinkt dann gelb. Gegner. Vielleicht kann ich mit dem ja jetzt ein Hit-Kombo machen. Nicht so wirklich. Das ist ein Laser, den will ich nicht. Das ist ein Laser. Sieht so aus. Hit-Combo ist quasi, wie oft lasse ich diese Gegner auf meinem Strahl tanzen, ohne dass sie den Boden berühren. Und ich habe jetzt offensichtlich hier irgendwas von 63 hingekriegt. Üblicherweise kann man diese Roboter so wunderbar auf dem ja, Laser, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich gelogen. Ich bin jetzt hier auch ganz genial. Heldenhaft. Ach, schade. Heldenhaft natürlich irgendwo hingefallen, wo ich nicht hinfallen wollte. Das Spiel ist jetzt nicht unbedingt ein super... Und ich bin heldenhaft in die Säure gesprungen. Säure ist es, glaube ich, nicht Gift. So. Wenigstens ein bisschen Hit-Kombo von diesem Menschen. Ich gehe da runter, weil ich will natürlich die Gegner hier auch haben. Ich werde nämlich nachher da oben nochmal langlaufen. Einfach. Weil hier hinten das ist ein guter Plan. Da unten gibt es Gegner. Die möchte ich natürlich auch alle mitnehmen.
Feuertaste von meinem Steuergerät. Klemmt gerade ein bisschen. Jetzt laufe ich schon wieder hier ganz langweilig die gleiche Strecke, ne? Aber diesmal geht's oben lang. Oh, ja. Genau, schmeiß weg. Ah. Also, ihr seht, es ist gut, dass ich easy genommen habe. Wo wurde da jetzt jemand reingespawnt? Wieso hat es da unten geblinkt? Ja. Es ist gut, dass ich easy gewählt habe, weil offensichtlich bin ich gerade total verpeilt. Ja, es macht mir einfach nur wahnsinnig viel Spaß hier, diese Karte in die Länge zu ziehen und einfach an dort irgendwo runterzufahren. Und natürlich langweilig meine Zuschauer wahnsinnig gerne. Das macht mir natürlich besonders viel Spaß. Oh je. So. Jetzt holen wir den letzten Mia. Ah, jetzt habe ich Granaten aufgenommen. Ja, Granaten sind prinzipiell auch nicht schlecht. Aber jetzt nicht unbedingt der Mega-Burner. So, und damit haben wir die Aufgabe erfüllt. Und können diese Karte verlassen. Und dann sehen wir hier jetzt schon, ich habe 7 Minuten 3 gebraucht. Das ging auch schon mal schneller, aber ich habe ja gemeint, ich müsste andauernd irgendwo runterhüpfen. Wir haben alle 5 Mias gerettet, aber dieses Gebiet ist nicht perfectly clear. Weil es natürlich auf dieser Karte noch mehr Mias gibt und es gibt auch noch mehr Gebiete zu entdecken. Da komme ich aber jetzt momentan nicht hin. So. Wenn wir jetzt weiter klicken, dann wird mein Spielfortschritt gespeichert. Und wir sehen hier, die Karte ist jetzt auf einmal gelb. Gelb, weil ich sie immer noch spielen kann. Ich kann mir jetzt hier Statistiken ansehen. Mein Skill-Level ist easy. Mein Punktestand ist 11.725. Ich habe bisher 5 Mias gerettet. Ich habe 0 Aufgaben erledigt. Das stimmt jetzt aber eigentlich nicht. Ich habe 55% erledigt. Diese Zahl ist ein bisschen irreführend, weil ich 55% von dem erledigt habe, was hier bisher angezeigt wird. Oder von dieser Karte. So. Ich habe bisher 75 Gegner besiegt. Ich habe einen Gegenstand eingesammelt. Ich habe 93 Boni aufgesammelt. Meine beste Combo war... Oh, 68! 68, ja. Ich hatte 63 gelesen. Ich habe eine Mission begonnen. Ich habe noch keine Continues gebraucht. Ich habe noch keine Escapes verwendet. Also ich kann so Karten vorzeitig abbrechen, wenn ich einfach nicht weiterkomme. Ich habe bisher 11 Schüsse mit der Pistole abgefeuert und eine Genauigkeit von 63%. Mit dem Maschinengewehr sind es ein bisschen mehr und eine Genauigkeit von 21%. Das ist natürlich selbstverständlich, weil wenn du mehr Munition raushaust, dann triffst du öfters nicht. Das ist ganz logisch. Die Laserkanone habe ich noch nicht verwendet, die mag ich auch nicht sonderlich. Die Granaten, da habe ich 10 geworfen und eine Genauigkeit von 40%. Auch logisch, Granaten, mit denen werfe ich normalerweise einfach nur um mich, und die Spreadgun habe ich auch noch nicht verwendet. Insgesamt habe ich also 1017 Mümpel rausgehauen und mit 22% von diesen irgendwas getroffen. Gegen später wird diese Statistik natürlich noch viel interessanter. Derzeit ist sie relativ witzlos, es wird vor allem dann interessant, wenn man dann mal in die Gegend Endboss kommt. Gut, so viel von mir für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dann werde ich die überfluteten Tunnel machen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch noch mal in den Graslandschaften und versuchen, diese perfekt zu beheben. Jedenfalls bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag.